Es hat ja oft genug, oder was heißt oft genug, es hat einige Beispiele gegeben, wo die Gerichte die vorderen Anordnungen ausgehebelt haben. Sie haben gesagt, nein, so geht es nicht, wir nehmen das zurück. Es muss zurückgenommen werden, was die Politiker auf kommunaler oder auf Landesebene beschlossen haben. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass die Bordelle wieder geöffnet worden sind in Baden-Württemberg. Sie haben es vorhin schon gesagt, Bordelle. Und auch anderen Fitnessstudio-Betreiber hat geklagt und er durfte sein Fitnessstudio aufmachen. Inwieweit beweist das eigentlich, dass das Rechtssystem funktioniert? Wenn die Gerichte dann durchgreifen gegen die Politik, ist es doch ein gutes Zeichen. Also zunächst hat die Kontrolldichte der Gerichte zugenommen, nicht? Also es sind immer mehr Entscheidungen ergangen, die Maßnahmen aufgehoben haben. Und das hat auch mit dem Zuwachs an Wissen zu tun. Wir haben mehr Erfahrung und das führt auch dazu, dass die Gerichte schärfer kontrollieren. Nicht, das ist ein gradueller Prozess. Die Rechtslage ist sozusagen auch nicht immer gleich, sondern wir haben heute eine schärfere, freiheitlichere Kontrolle der Maßnahmen als eben noch im März, April. Und das hat eben mit unser aller Zuwachs an Erfahrung zu tun. Das heißt, die Politik hat heute auch viel größere Rechtfertigungshürden zu nehmen. Sie kann sich nicht mehr auf einfache Kausalmodelle beziehen. Da schauen die Gerichte zum Beispiel sehr genau hin. Ja. Der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, ist natürlich schon prekärer, weil wir die Erfahrung machen mussten, dass Freiheit nur zurückkriegt, wer klagt. Das ist doch die Erfahrung, die wir gewonnen haben. Versammlungen wurden verboten, also haben die Veranstalter von Versammlungen geklagt und sie bekamen Recht. Glücksspiele wurden verboten, also hat der Spielhallenbetreiber, das war eine berühmte Entscheidung des OVG Münster, dagegen geklagt und wurde der Lockdown im Kreis Gütersloh aufgehoben. Mhm. Die Bordellentscheidung, die auch in NRW ergangen ist, in zahlreiche Länder, war es auch so. Das Dilemma ist nun, manche klagen, andere klagen nicht. Ja, Hochschulen klagen nicht, deswegen sind unsere Hörsäle zu. Kinder, Schulen, Frauen, Familien, die klagen nicht. Mhm. Ja, ich gehe nicht zu Gericht. Und das ist natürlich, weil Sie sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Ja, wenn Gerichte entscheiden, funktioniert der Rechtsstaat. Aber es ist ja doch nicht so, dass wir alle permanent klagen und zu Gericht rennen. Wir wollen doch, dass entschieden wird, ohne dass wir zu Gericht gehen müssen und dass in diesen Entscheidungen die Grundrechte beachtet werden. Ja. Insofern darf ich noch eine Prognose machen. Wir reden ja immer über diesen Schwellenwert von 50 jetzt. Das ist der ganz entscheidende Wert jetzt in der aktuellen politischen Debatte. Das ist ein politischer Kompromiss gewesen aus dem, ich glaube, es war der 6. Mai, eine Schalte des Kanzleramts mit den Regierungschefs. Das ist eine politische kompromisshafte Zahl. Die ist damals sozusagen auch gefunden worden, 50, das brauchen Sie auch nicht irgendwie begründen, ja, 10, 50, 100, das hat so eine Evidenzrationalität. Aber es steht natürlich keine medizinische Rationalität dahinter, es steht keine Rationalität der Kapazität. Es ist ja nicht so, dass bei 50 die Kapazität erschöpft wäre der Krankenhäuser oder der Gesundheitsämter. Auch Herr Karagiannidis hat ja gesagt, wir müssten da vielleicht zwischen den 60-jährigen Patienten und den unter 60-jährigen differenzieren, um diesen Parameter abzubilden. Das heißt, die Gerichte würden jetzt sich doch gar nicht zufrieden geben mit einer Maßnahme, die sich nur darauf stützt, dass ein Schwellenwert von 50 übertroffen wird. Aber der Schwellenwert von 50 muss angepasst werden. Aber sind wir nicht immer noch in einem Prozess und ständig wird auch geändert, weil neue Erkenntnisse vorliegen? Ja, aber genau. Das ist eine Frage, die steht natürlich und der Effekt heißt, der Schwellenwert muss hoch, weil wir heute mit größerer Erfahrung, viel besseren Zahlen, das Risiko, dass eine Infektion für unser Gesundheitssystem und für die Gesundheitsämter ausmacht, natürlich anders quantifizieren. Deswegen ist dieser Wert von 50 hinfällig, der muss dringend angepasst werden.